Wir machen hier sehr viele Sachen, Einzelangebote oder Gruppenangebote. Bei den Gruppenangeboten sind es Sachen wie beispielsweise das Gedächtnistraining oder Hirnleistungstraining, kann man das ja eher bezeichnen. Es gibt die Gymnastik, es gibt die Sturzprävention, Zumba Gold. Spielegruppe, es gibt die Ergotherapiegruppe, da machen dann meine Kollegin und ich die verschiedensten Sachen. Es gibt das Kochen, das von Arbeitstherapeuten auch extern gemacht wird, den Chor, also Singen und ganz, ganz viele verschiedene Dinge noch mehr. Und Sonntag und Samstag und Sonntag haben wir endlich mal frei. Man hat immer eine Abwechslung. Die Leute sind sehr nett, die Bediensteten sind sehr nett. Und vor allem Dinge legen sie ganz großer Wert auf die Sauberkeit. Ich muss da lachen. Viele Bewohner ziehen bei uns ein, die von im Neckarhausen sind oder von Edingen. Und die fragen nach, haben Sie hier Bewohner von Edingen oder von Neckarhausen? Und ich habe ja schon viel erlebt, wenn der Bewohner einzieht oben und dann kommt mal erst einmal zum Speisesaal oder wo die Kontakte knüpft. Ah, dich kenne ich doch, kannst du an mich erinnern, du warst doch meine Nachbarin. Oder wie gesagt, ich kenne dich doch von früher, du hast da und da gearbeitet. Das ist ja auch, kommt oft vor. Also wir haben eine eigene Küche hier und es wird auch auf Wunsch der Bewohner gekocht. Und wir haben auch sehr viele Senioren, die aus der Ortschaft hierher zum Mittagessen kommen. Die Bewohner empfinden es auch positiv. Die reden auch viele gute Sachen, auch im Oberpersonal. Und wenn ich durch die Wohnbereiche gehe, merke ich auch, dass ist irgendwie die Atmosphäre zwischen Mitarbeiter und der Bewohner irgendwie klappt das. Und auch wie mit den Bewohnern umgegangen wird. Also ich bin sehr zufrieden hier. Eine schöne, dezente Farbe. Sieht gleich ganz anders aus, Das ist einfach so dieses, das Lächeln der Bewohner, die Wertschätzung, die man entgegenbekommt, die Kleinigkeiten, die zählen, die man für seine Arbeit erhält. Und hier sind wir wirklich so wie eine Familie. Und es ist wärmer hier, also so von der Atmosphäre ist es doch ein bisschen anders. Wenn ich meinen Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich meinen Schatz nicht rufen darf, Julia.